Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wir sind mal wieder dabei, noch ein paar chemische Prozessoren zu farmen. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, was ich aus diesem F machen wollte. Zum Glück ist mir das noch eingefallen. So viele sinnvolle Alternativen gab es nicht, glaube ich. Das war das Einzige, was mir gerade noch in letzter Sekunde eingefallen ist. Alter, ich weiß auch nicht, wie ich auf das F kam. Wie langsam fliegst du denn hier raus? Langsam? Das ist keine 30-Zone, ne? Das... Egal. Was? Moment, nicht aus, das ist zu Zugriff, was? Verlassen Sie sofort den Sternhafen? Töte dich ja wieder steht bevor? Was war das denn? Wahrscheinlich hat das am Portal wieder gebuggt. Ja, es war direkt wieder weg. Aber es war trotzdem ein bisschen seltsam. Gut. Gut. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch diese Folge chemische Prozessoren sammeln und dann in der nächsten Folge zu Ingenieuren fliegen. Ja. Dann können wir ein bisschen FSA-Upgrades würfeln. Mhm. So, wo fliege ich denn jetzt hin? Am besten mal Richtung Stern, würde ich sagen. Mach mal dein Geschwadersignal an. Ja, das wäre gut. Nicht Info, Optionen, ja. Geschwadersignal aktivieren. Ich sollte mal die Tastatur ein bisschen näher zu mir ranziehen. Unidentifizierte Signalkette, da ist schon die erste. Ich bin schon an der ersten vorbeigeflogen. Exzellent. Ja, wie üblich halt. Eigentlich sind die auch dafür gedacht, dass man dran vorbeifliegt, glaube ich. Ja. Kampffolgen entdeckt. Bedrohung 0. Oh, das klingt gut. Ja, ich muss nur da ankommen. So. Ich bin drin. Und ich sehe hier Wrackteile, wie es aussieht. Interessante Wrackteile? Weiß ich noch nicht. Chemische Prozessoren, sogar zweimal. Oh, ja, ich komme. Oh, plopp, da ist er. Ja, ich habe schon gewartet. Ach, siehst du, dann können wir eigentlich direkt zu Ingenieuren. Stimmt eigentlich. Dann haben wir beide 12, oder? Ne, wie viel hast du jetzt? Ich habe 6. 6. Ja, und mit nochmal 6 sind es 12. Ja, wenn ich jetzt beide einsammeln würde, ja. Ja, ich habe doch schon 12. Achso, du hast schon 12. Ich dachte, du hast jetzt noch 9. Nee, ach so, ja. Dann. Ich flieg mal ein Stück zurück. Ich mach das jetzt hier so Lazy Man's Way. Vorausgesetzt, die Drohne schafft das jetzt wieder zurück? Fragezeichen. Ja, ich guck grad zu. Okay. Den ersten haben wir. Und wo ist jetzt chemische Manipulatoren haben wir noch? Nee, das sind nochmal chemische Prozessoren. Guck doch einfach unter Kontakte. Ah, du hast recht. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wo sind die jetzt? Ach, da hinten. Okay. Lassen wir die Drohne mal fliegen. Lass mal einen fliegen. Ich guck mir das mal aus der Nähe an. So, chemische Prozessoren haben wir. Gut. Jetzt ist die Frage, wo war nochmal die Ingenieurin? Deziat, glaube ich. Ah, stimmt, da war was. Das ist hier ganz in der Nähe. Ja. Ich glaube, das war sogar ein Nachbarsystem, oder? Ja. Ja, ich meine auch. Ich sehe es aber nicht in der Navigationsliste. 5,9 Lichtjahre. Ja, müsste aber doch da sein dann. Eigentlich schon. Naja. So. Ich gehe gleich in das System und ich plan gleich die Route zur Station. Es steht auch unten. Das ist das dritte System von oben, also von den Systemen, die da halt stehen. Okay, Farseer Inc. Route ist geplant. Ich war scheinbar einfach nur blind. Ach, Frachtluke sollten wir auch einfahren. Dann geht das auch. Deaktivier vielleicht vorher noch Navlink. Du bist ja rausgesprungen, oder nicht? Ich bin gerade dabei. Ich bin noch drin.
Ja, ich bin auch gerade am Ausspringen, aber Okay. okay. Moment, ich sag dir gleich, wann der Countdown anfängt. Jetzt. Ja. Ah, auf Ziel ausrichten. Ja. Ach nein. Ja. Nein, doch. Oh. Nun. Fällt gerade auf. Ah, ne, müsste eigentlich passen. Ich wollte gerade sagen, mir fällt gerade auf, dass ich vielleicht ein bisschen laut bin. Ich habe vor der Aufnahme nicht dran gedacht, mal zu gucken, ob die Toneinstellungen passen. Was besonders gefährlich ist, wenn man bedenkt, dass ich kürzlich meine Soundtreiber aktualisiert habe. Oh Meine nein. Soundkartentreiber. Oh nein. Oh, Uwak. Nein. Das kannst du doch nicht machen. Ja, es war ein Vorteil. Mir schmiert jetzt nicht mehr jedes Mal alles ab, wenn ich von Kopfhörer auf Lautsprecher, also auf die Boxen, die hier stehen, umstelle. Ach, na dann, das ist ja ein Fortschritt. Das ist tatsächlich ein Oder Fortschritt. umgekehrt, logischerweise dann genauso. So, Systemkarte. Problem war nur, am Anfang hat es natürlich wieder die Mikrofonverstärkung zurückgestellt. Besser gesagt, es hat wieder die Verstärkung auf plus 30 dB und den Pegel auf 80% gestellt, weil, ist doch logisch. Ist doch auch total naheliegend. Das ist der beste Pegel, den man sich vorstellen könnte. Ja, ich habe direkt mal die Verstärkung auf 0 und den Pegel auf 100% gesetzt. Ach, 2000 Lichtsekunden, das ist ja auch wieder direkt nebenan. Geht. Ich bin ja jetzt schon mit 18-facher Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Da kann man das mal machen. Habe ich gehört. Ja. Joja. Joja. Gut, dann haben wir uns ja quasi die Folge mit dem Hinfliegen gespart. Joa. So, auch jetzt der feinste Lucky Punch, eine Signalquelle zu finden, wo direkt zweimal chemische Prozessoren drin sind. Kann man mal machen. Du hättest wahrscheinlich fünf gefunden, in denen keine sind. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sogar. Gut, damit kann ich leben. Wenn du sie dann findest, auch gut. Das muss ich aufpassen, dass ich nicht vorbeifliege. Ja, vor allem, weil das eine Planetenstation ist. Oh, eine Signalquelle. Oh, stimmt, das ist ja eine Planetenstation. Waffenfeuer festgestellt. Bedrohung 1. Aha. Ach verdammt, jetzt habe ich mein Ziel abgewählt. Das war smart. ja, Moment, da ist es. Sehr schlau, würde ich sagen. Ja, vor allem kann man jetzt ja nicht rausgezogen werden, ne? Ja. Ist hier ein Planet? So, nein, das war vielleicht ein bisschen zu viel abgebremst. Nein, das war jetzt zu viel beschleunigt. Ich wollte sagen, auf welchem Boah, da kann man es Planeten? aber auch nicht richtig machen. Auf welchem Planeten fliegen wir denn da jetzt zu? Ja, auf den kleinen vor dem großen. Auch auf den. Ah. Auf den, der um den Gasriesen kreist. Ja, ich war gerade irritiert. Ich so, die Also einen Markierung von passt den nicht zu fünf dem oder davor. so. Ja. Dem. Es gibt ja nur fünf irgendwie. Und ich guck mal kurz. Navigation. Es gibt 6a, B, C, D, E und F. Das macht 6 Stück. Ja, habe ich richtig geraten. Das ist ja schön. Ja, das klappt doch super. So, von wo aus sollte man denn da jetzt anfliegen? Oh, ich glaube, das sieht gar nicht so übel aus gerade. Die Markierung scheint recht am Rand zu sein, des Planeten. Ach komm, jetzt ploppen hier auch die Signalquellen auf wie sonst was. Hätte man eigentlich auch in dem System hier bleiben können. Ja, was Ja, wir ist suchen. doch nicht so am Rand. Geht aber. Ist trotzdem noch gut machbar, glaube ich. Vielleicht mal ein bisschen drumherum fliegen, wobei. Oh. Ich Ach, habe mal deine ein sind großen bisschen. Krater, ne? Ja, hinter dem Krater. Ich habe das mal ein bisschen angeschrägt hier. Ja, versuche ich auch gerade. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr ähnlichen Anflugwinkel. Ja, sieht ziemlich gut aus gerade bei mir. Ich sehe die Station schon. Echt? Ich habe noch 500 Kilometer. Ja, bei mir Okay. sind es jetzt noch 125. Aus Orbital Cruise austreten, passt. Jetzt sind es noch 110. So, Gleiten aktiviert. Sogwolke außer Reichweite. Aha. Danke für den Hinweis, Captain Obvious.
Gut, ich habe jetzt noch 1 Minute 15. Bei mir sind es noch 30 Sekunden. Und noch 60 Kilometer Grad. 50. Brauchen wir neben den chemischen Prozessoren noch irgendwas? 40. Ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube nicht. 30. Ich glaube, wir hatten doch ursprünglich hier noch FSA, irgendwelche FSA-Daten. Aber das brauchen wir seit dem Update nicht mehr, oder wie? War das? Nee, das Phrasodym brauchen wir nicht mehr. Okay. Die Stördaten brauchen wir, glaube ich, immer noch. Ach, davon habe ich aber 18 Stück. Wenn es die atypischen FSA-Störaufzeichnungen sind. Wo sind denn die Daten? Die sind Inventar unter Daten. Atypische FSA-Steueraufzeichnungen? Ja. Davon habe ich 15. Ja, ich habe 18. Muss reichen. So. Ich meine, ein paar Mal kann man da davon schon würfeln. Ja. Okay, jetzt brauche ich noch 3 Minuten. Weil Gleiten beendet, hingetreten ist, als noch 45 Kilometer auf der Uhr standen. Jawohl. Wie viel Kilometer? 45. Okay, weil wir hatten noch 13. Ja, eigentlich ist es auch nicht so viel. Ich glaube, ich bin einfach zu flach angeflogen. Okay, dann machen wir mal alles auf Antrieb und boosten mal ein bisschen dahin. Jetzt sind es schon nur noch 40. Das verstehe ich übrigens gerade nicht. Jedes zweite Wort wird schon TeamSpeak ab. Okay. Ich korrigiere jedes zweite halbe Wort wird schon TeamSpeak abgehakt. Dito. Sieht stärker nach einem Disconnect aus. Dito? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ach, ist das schön mit dem Internet. Ja. Das ist traumhaft. Ich habe jetzt eh noch 23 Kilometer bis zur Station. Also. Ich nehme es zurück. Ups, da. So, passt. Aha, du bist wieder da. Nein. Ich war nicht weg, ich habe immer einen Teil von dir gehört. Ja, du warst nur teilweise da, würde ich jetzt sagen. Ups, ich schramm gerade nur ein bisschen am Boden. Würdest du jetzt sagen? Ich habe das davor nicht verstanden. Ich habe nur gehört, würde ich jetzt sagen. Also ich würde sagen, du warst nur halb da. Ach so, ja, das kann sein. Aber ich habe von diesmal auch nur die Hälfte gehört. Normalerweise höre ich dich ja immer noch. Und du mich nicht mehr. Das ist schon kein gutes Zeichen. Aber gut. So. Ich habe immer noch Kopfgeld über in irgendwelchen Systemen, in die ich mal fliegen müsste. Ja, alles klar. Landeplatz 4. So, ich bin ja mal da. Oh, ich kann noch Kartendaten verkaufen. Für 400 Credits. Uiuiui, das ist ja direkt so. Millionärsstatus erreicht, nur durch die Karten. So. Was für ein Status? Millionärsstatus. Nur durch die Kartendaten. Kennt man doch. Oh Mann. Oh, perfekt angedockt. Sehr schön. So. Ja, Universal Categraphics. Okay, ich kann nichts verkaufen. Gut. Ingenieurswerkstatt. Antriebe. Schubdüsen. Ich bin aber soweit. Erhöhte FSA-Reichweite. Resultatvorschau. Ach, FSA war ja. Kostenanzeigen FSA. Generieren, da ist es. Das Generieren dieser Modifikation kostet Ressourcen, unabhängig davon, ob das Resultat akzeptiert wird. Ja, dann generier mal. Dieses Level 1 Teil haben wir schon mal gemacht, ne? Ja, super, würde ich sagen. Hat voll gut hingehauen. Ach nee, okay, da kam ja noch was dazu. Ja. Masse geht um 4% hoch, Intaktheit um 2% hoch, Energiebedarf um 9% hoch,
und optimierte Masse um 1% hoch. Also bei Masse und Energiebedarf ist es natürlich schlecht, wenn die hochgehen. Das heißt, ich bin jetzt im negativen Sinn einmal 4 und 9% gestiegen und im positiven nur 2 und 1%. Ich Toll. glaube, das versuche ich nochmal. So in ah, okay. Attributwerte, aha. Okay. Ja, gucken wir doch mal. Oh Gott. Toll. Aha. Der Treibstoffvorsprung ist gesunken. Hallo. Ach, hallo. Ja, also ich habe Masse plus 8%, Intaktheit plus 14%, Energiebedarf plus 5%, aber optimierte Masse plus 11%. Okay. Ich Das ist bin jetzt jetzt nicht so bei geil. Masse und Intaktheit 7 und 1%. Und, also bei Masse 7% hoch und Intaktheit 1% runter. Bei Energiebedarf wird jetzt bei 2% runter und optimierte Masse 5% hoch. Und kann ich damit, glaube ich, leben. Ich versuch's Ich meine, die nochmal. Masse ist nicht viel gestiegen. Du versuchst nochmal. Ja. Ach komm, ich mach's auch nochmal. 7, 4, 8, komm, bei Intaktheit 14 Dinger runter ist aber schon. Geht aber das andere gerade noch besser. 14% oder 14 Punkte? 14%. Aha, Masse. Boah, scheiße. Boah. Was denn? Warte. Okay, jetzt ist die optimierte Masse um 10% hoch. Der Energiebedarf um 9. Die Taktzeit ist um 5% runter. Und die Masse um 2% hoch. Die Buchzeit ist jetzt bei 10,06, also das ist vertretbar. Maximal Treibstoffvorsprung, thermische Ladung, Energiebedarf. Oh toll, es wird ja alles sogar noch mal schlimmer. Vor allem unten steht jetzt. Hä? Okay, das steht wahrscheinlich erst hier, wenn man das anwendet. So, einmal versuche ich es noch und wenn das nichts ist, dann nehme ich das trotzdem, glaube ich. 5, 11, 2. 7. Ja, okay. Taktheit senkt nochmal. Oh, 14%. Ja, das war's an Sekundäreffekten. Wie viel habe ich denn noch von den. Ach, ich habe ja noch ein paar. Achso, ja, Uwe ist wieder vom Teamspeak geflogen. Falls man sich das nicht sowieso schon gedacht hat, weil es so unglaublich still war. Okay, ja, hier, das ist schon. Das ist halt irgendwie fast überall am Maximum. Das ist ja toll. Bootzeit länger. Thermische Ladung. So. Weil das bringt mir irgendwie nicht so viel, wenn die Negativeffekte auch auf Maximum sind. Finde ich. Okay, ich glaube, das nehme ich. Sind die nicht ganz so schlimm. Also das hier, das ist ja im optimalen Bereich eigentlich. 14 und 7, das nehmen wir einfach mal. Ja, doch. Okay, ich weiß natürlich nicht, was ich vorher da genau drauf hatte, aber gut. Machen wir das mal. Jetzt stand hier nicht. Toll, jetzt weiß ich ja nicht, wie viel ich vorher hatte. Wie viel Sprungreichweite, das hätte ich vielleicht vorher mal anschauen sollen.
Wobei 14,6 oder 15,51, das ist schon mehr als vorher, meine ich. Hey. Also ich habe gerade was gekriegt, was halbwegs vertretbar war. Okay, ich habe die Folge in der Zwischenzeit beendet. Okay, dann bis zum nächsten Mal.